Die Acceptance Group aus dem hessischen Aarbergen ist eine weltweit führende Unternehmensgruppe, die Maschinen, Anlagen und Dienstleistungen für die Wassertechnologie und für den Tierschutz entwickelt und produziert. Damit ist die Gruppe ein wichtiger Player im Bereich der Umwelttechnologie. Also unsere Produkte werden eingesetzt in Kläranlagen beispielsweise. Die sind aber auch im Bergbau, also auch in der Industrie tätig. Anderes Anwendungsgebiet ist die Herstellung von Nahrungsmitteln, auch beispielsweise Kraftwerk, die Entnahme von Kühlwasser aus dem Meer oder aus Flüssen und Seen. Die Stärke der Gruppe basiert auf etablierten Marken wie Passavant, Rödiger, Dieme Filtration, Johnson Screens, Geiger, Noggerath und Airwec. Mit unseren Kernmarken haben wir Marken, die schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, unsere älteste Marke ist über 175 Jahre alt, am Markt tätig sind und die Kunden begleiten. Das heißt, eine hohe Tradition, aber damit verbunden auch ein hohes Know-how über viele, viele Jahrzehnte. Rund 200 der weltweit 1500 Beschäftigten arbeiten im Hauptsitz in Aarbergen. Sie alle haben eine Mission: sauberes Wasser. Wir sind ein Umweltbetrieb, wir sind ein Maschinenbauer, der einen großen Beitrag leisten will und auch leistet für eine gute und nachhaltige Entwicklung unseres Planeten, aber auch für einen guten und nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser. Und zusätzlich ist für uns natürlich auch wichtig, die Lebewesen, die im Wasser sind, insbesondere in der Wasserentnahmetechnik ist das natürlich von Bedeutung, zu schützen und dann möglichst auch schonend wieder in ihren natürlichen Lebensraum zurückzuführen. Und das machen wir dann auch mit Produkten wie unsere Fischschutzanlagen. Also wir haben in unserem Portfolio verschiedene Arten von Fischschutzanlagen. Das eine sind zum Beispiel elektrische Verhaltensbarrieren. Das sieht so aus, dass vor den Entnahmebereich werden Elektroden im Wasser positioniert. Diese Elektroden die emittieren kurze elektrische Impulse. Die Fische nehmen das als Gefahr wahr. Es gibt aber auch mechanische Systeme für den Fischschutz. Das bedeutet, dass man zum Beispiel Siebmaschinen mit speziellen Behältern, wir nennen die Fischbecher, ausrüstet. Und damit können die Fische wieder zurück ins natürliche Gewässer befördert werden. Für alle Produkte gilt, sie sollen dabei helfen, den ökologischen Fußabdruck der Kunden zu reduzieren und sie unterstützen, nachhaltig mit der Ressource Wasser umzugehen. Das ist ein wirklich großes Thema, was unsere Kunden bewegt und damit bewegt es auch die Acceptance Group.